Ackerbau. Ackerbau heißt das Bestellen eines Feldes, um da Nutzpflanzen drauf zu ziehen, um anschließend ernten zu können. Ackerbau ist also die Bestellung eines Ackers, der Feldbau. Man treibt Ackerbau oder man betreibt Ackerbau. Ackerbau hat vermutlich irgendwann vor 10.000 bis 12.000 Jahren begonnen. Man nennt das auch die sogenannte Neolithische Revolution. Neolithikum ist die Jungsteinzeit. Und in der Jungsteinzeit begann der Mensch mit Ackerbau. Mindestens ist das jetzt momentan der Stand der Archäologie und der Geschichtswissenschaft, dass der Mensch irgendwann begonnen hatte mit Ackerbau. Vorher war er Jäger und Sammler. Über Ackerbau war es dann auch möglich, in größeren Gruppen zusammenzuleben, und es war auch möglich, dass der Mensch sesshaft wurde. Zwar gab es schon vorher auch sesshafte Menschen, die sich zum Beispiel an Ufern niedergelassen hatten, an Flüssen, wo es viele Fische gab, oder da, wo es viele natürliche Sachen gab, die man sammeln konnte. Aber in größeren Gruppen gibt es den Menschen erst, seit er Ackerbau betreibt. Mit dem Ackerbau begann auch erst die soziale Differenzierung in größerem Maße. Man geht heute davon aus, dass die mittel- und altsteinzeitlichen Menschen sehr viel egalitärer waren. Es gab niemanden, der ein absoluter Herrscher war. Es gab keine Schichten. Man findet in den Ausgrabungen jetzt nicht, dass manche Menschen sehr viel mehr besaßen als andere. All das ist eine Folge des Ackerbaus. Man könnte sagen, viele Probleme kamen mit dem Ackerbau, aber über den Ackerbau war es überhaupt erst möglich, dass mehr Menschen auf der Welt leben konnten und dass auch mehr Menschen überleben konnten. So hat Ackerbau seine Vorteile, Ackerbau hat auch seine Nachteile. Jedenfalls hat Ackerbau diesen Planeten erheblich verändert.